So, und damit herzlich willkommen zum lang ersehnten Video. Mein Ersteindruck von Way of the Hunter. Endlich bin ich aus dem Urlaub zurück. Endlich habe ich mich von meiner Klimaanlagenerkältung erholt. Und bin endlich wieder für euch da. Es gibt endlich wieder neuen Content und endlich wieder Streams. Falls ihr bei den Streams auch mal dabei sein wollt, mein Twitch-Link, also für meinen Twitch-Account, ist unten in der Videobeschreibung. Schaut auch gerne bei den Streams vorbei. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ich bin gerade noch so ein bisschen im Tutorial, aber wir fuchsen uns da mal rein. Wir sliden da mal schön rein in Way of the Hunter. Ich habe heute Zeit mitgebracht. Es wird ein schönes Video. Viel Spaß dabei. Let's go. Es ist endlich so, wie oft habe ich jetzt endlich gesagt? Ah, guck mal, mit Q bin ich in diesem komischen, habe ich schon gesehen, in diesem Jagdmodus-Dingsbums hier, wo ich alles sehe, ne? Der im Witcher-Blick. Geil. Also, Auto feiere ich in dem Game, aber ich muss sagen, werde ich wahrscheinlich nicht so oft benutzen, wie auch die Quads in Call of the Wild. Digga! Habt ihr das gerade gehört? Ich bin in den Stein gefahren und der Controller, der hier lag, er ist völlig eskaliert. Wir gucken mal. Ich versuche mal keinen Unfall zu machen. Nicht, dass mein Controller hier doch vom Schreibtisch hüpft. Jetzt können wir wirklich Roadkills machen, ne? Ich habe früher mal bei Call of the Wild mal gesagt, hier, wenn so ein Tier über die Straße läuft, das ist ein Roadkill. Also wenn ich das dann schieße. Aber jetzt können wir ja wirklich Roadkills machen. Habe ich Munition dabei? Ja, ich habe irgendwie gehört, dass man hier keine Munition kaufen soll oder muss, sondern dass das alles inclusive ist. So, wie kann ich mich hinhocken? Wie kann ich leiser, langsamer gehen damit? So, Freunde der Natur. Wir haben hier vor uns Grauwölfe. Ich gehe natürlich nicht die Quests entlang, sondern ich schieße hier gleich so einen Wolf. Zumindest, wenn ich einen sehe. Die eskalieren hier völlig. Verhalten alarmiert. Ja, die haben mich schon bemerkt, ne? Aber ich habe auch kein gutes Blickfeld. Ich muss sagen, die Grafik, so was man sieht in der Weite, ist ein bisschen schwammiger als in Call of the Wild. Aber das soll, glaube ich, auch so sein, damit man mehr scoped, ne? Hier ist zum Beispiel alles wieder extrem klar. Klar zu sehen. Ich habe noch keinen Wolf gesehen. Boah, ich wollte gerade sagen, ist das ein Wolf? Nein, das ist ein Pfeiler. Ist natürlich die Frage, ob sich das jetzt für mich lohnt, da einfach mal hinzugehen, um die Spuren zu analysieren. Wahrscheinlich, ne? Weil ich krieg die sowieso nicht da raus. Ich bin noch, darauf angewiesen, dass ich die Tiere zuerst sehe, bevor ich sie schieße. Weil ich, verhalten ruhig, männlich. Schon mal gut. Wir versuchen uns mal anzuschleichen. Weil ich natürlich die ganzen Perks erst du kriegst ja neben dem Spiel, so wie ich gesehen habe. Bist du ja besser, indem du was tust. Also indem du tatsächlich schießt oder dich bewegst oder wie auch immer. Und damit skillst du ja natürlich das ganze Zeug. Und da müssen wir erstmal hinkommen. Wir müssen erstmal gut werden. Wir müssen erstmal leise werden. Wir müssen erstmal gut werden. Und das sind wir noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die hier angreifen. Wenn ich mich jetzt hier anschleiche und ich plötzlich angegriffen werde, gleich RIP. Gleich, ich bin, glaube ich, der Erste dann, der im Tutorial gestorben ist. In Way of the Hunter. Tierspuren? Grauwolf. Für Sterben und Tutorial gibt es ein Achievement. Wirklich? Top. Ich hätte gerne, dass es noch ein bisschen offensichtlicher ist, dass man in diesem Jagdmodus ist und diesen anderen Blick hat. Es ist nämlich hier nicht selbstverständlich, dass ich hier Spuren finde. Die finde ich nämlich nur, wenn ich Q gedrückt habe und in diesem Jagdblickmodus bin. Da verschwimmt auch so ein bisschen, ihr seht es auch, da verschwimmt auch so ein bisschen der, da kriegt man so einen Tunnelblick. Der Rand verschwimmt so ein bisschen. Ja, die sind schon wieder alarmiert, ne? Ich bin halt zu laut. Und krieg kein freies Schussfeld. Kommt doch mal gucken, was hier ist. Kommt doch mal gucken, was hier ist, dann schieße ich auf euch. Digga, ist das da Blut? Nein, das sind Pflanzen. So Höhlenmalerei von Wölfen. Weil ich nicht glaube, dass ich die Wölfe jemals zu Gesicht bekomme. Ich einfach noch zu laut bin und, ja. Ich bin noch ein richtiger Noobi-Noob-Noob. Wo ist denn hier eigentlich, wo soll ich denn hier hin? Da, 60 Meter. Guck mal. Ich muss erstmal so ein bisschen so auf Freifläche irgendwelche Rehe wegknallen oder sowas. Auf sowas muss ich gehen. Das erstmal für mich die Mission, bevor ich mich hier an Raubtiere wage, die meinen dreckigen Schlüpfer riechen können. What the fuck? Okay.
Long time no see, my friend. Ich habe was gesehen, weil ich den Adlerblick habe. Ich habe den Adlerblick. 600 Meter, stimmt doch. Ich habe irgendwas gelesen von einer Rennerdistanz von 800 Metern oder sowas. Hier ist auf jeden Fall ein potenziell guter Weißwild. Sehe ich von hier aus. Das kann ich schmecken. Das ist im Wind, das ist in meinem Urin. Ich schmeck das. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie kommen wir jetzt dahin. Gibt es hier Fall Damage? Hundertprozentig ja. Wenn er schon so dumm fragt, wird er gleich sterben. Aber dann haben wir aber das Achievement erreicht. Im Tutorial gestorben, ne? Autsch! Aber ich sehe keine Health Bar. Okay. Vielleicht gibt's Fall Damage, aber es spielt erstmal im Tutorial keine Rolle. Wie ich hier gekonnt Jump'n'Run-mäßig runter bin, ne? Krass. Weil ich würde jetzt mal steil behaupten, Opas Kniff ist auf 150 Meter genullt. Das heißt, wir müssen jetzt auf 200 bis 170 Meter ran, damit ich ordentlich kontrolliert schießen kann. Also mindestens so nah ran, ne? Ich weiß halt nicht, inwieweit Wind wird hier eine große Rolle spielen, Geräusche werden, also wird alles eine große Rolle spielen, ne? Und ich bin halt noch, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich bin wie der Typ im ersten Avatar-Teil, kurz nachdem er so ein Avatar geworden ist, ne? Ich bin halt noch, ich kann halt nichts. You're like a baby, making noise, don't know what to do. Das ist 150 Meter? Lol. Nee, ach so, es ist auf 100 Meter genullt. Egal. Komm, der muss jetzt einfach nur stehen bleiben. Ich bin mir nicht sicher. Es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Schießen in dem Game. Das habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Vor allem mit dem Scope. Das Scope ist ja richtig dreckig. Das ist auf jeden Fall ein Bedürfnisgebiet. Tränke Maultierhirsch. Sehe aber keinen Treffer. Also entweder bin ich zu dumm oder ich habe den Hirsch nicht getroffen. Vielleicht muss ich da drüben nochmal reinlunsen. 127 Meter, jetzt baller ich drauf. Und zwar auf den hier vorne. So, wenn der Papa den jetzt nicht getroffen hat, dann weiß ich auch nicht. Oh. Rosa Blut. Mittlere Menge Blut. Luftblasen. Das klingt, glaube ich, nach Lunge. Würde ich jetzt mal stark behaupten. Und Zeit bis zum Ablauf langsam. Was auch immer das heißt. Distanz bis Ablauf 0 bis 50 Meter. Okay, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Spur. Wir müssen gucken, wohin führt uns diese Spur. Digga, easy. Easy. Easy kill. Easy kill. So, wir haben erstmal Fasan gekillt. Okay, erster Abschuss in Ray of the Hunter. Fleisch. Okay, wir haben direkt nur durch Fleisch geschossen. Aber getötet. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Trophäenwertung damit bekommen habe jetzt. Jagdwertung 1 Stern, Schwierigkeit Abenteuer. Trophäenwertung keine. Weiblich Jungtier. Ist das jetzt gut oder schlecht oder... Kann ich auf jeden Fall für ein Geld kann ich es verkaufen. Mach ich doch mal. Ah, da liegt unser Tier hier vorne. Sehr, sehr gut. Hab's doch noch wieder gefunden. Er ist gar nicht so einfach. Und wir haben tatsächlich in die linke Lunge geschossen. Schön rein da.
Und ging es auf der anderen Seite wieder raus? Knochen? Ja, ging dann wieder raus. Top. Einmal schön durchgeschossen. Doppellunge. Linke Lunge, rechte Lunge. Jagdwertung 5 Sterne. Das heißt doch eigentlich, ich habe mit der richtigen Waffe drauf geschossen, oder? Oh, ich habe Maultierhirsch in der Enzyklopädie freigeschaltet. Schieße einen Dachs. Toll. Da ist einer von den kleinen Biestern. Schießt er einfach auf Dachs? Das gibt's ja gar nicht. Was ist mit ihm los? So. Lunge rechts. Schön in den Kadaver reingeschossen. Oh, guck mal. Hast einen Herztreffer. Schön in die Lunge. Knapp am Herz vorbei. Easy Drive-By. So, den gab's. Den habe ich nur ins Fleisch getroffen. So, den habe ich auch schön im Drive-By nur ins Fleisch getroffen. Aber nein. Nächster Dachs. Haben wir auch gut getroffen. Oh, schön. Linkslunge, Rechtslunge. Schöner Treffer. Ging gut durch. Und das ist Nummer 6. Das ist einfach Nummer 6. Ball verfehlt. Den haben wir nicht getroffen. Also den haben wir... Ich glaube, ich habe ihn einmal im Kopf getroffen. Krasses Gebiet hier, krasses Gebiet. Ich glaube, es ist so ein bisschen Tutorial-mäßig, dass man hier viele Dachse schießen kann. Aber schießen wir uns erstmal rein ins Game, würde ich sagen, oder? Alter, voll in die Nose. Was ist da los? Voll in die Nase geschossen. Oh, das war der erste Schuss. Ist das unser Dachs, der entkommen ist? Ich glaube, es ist der Dachs, der entkommen ist. Und der zweite Schuss dann Fleisch. Okay, cool. Kommt noch einer. Schön. Ah, hier liegt er. Hey, wenn man die erstmal finden muss, ja. So, gib mir einen Moment. Ich versuche, so gut wie möglich drauf zu schießen. Oh, er legt sich hin. Er legt sich hin. Ja gut, er steht wieder auf. Tja. Tja. Also, vom Feedback her würde ich sagen, den haben wir nicht getroffen. Vom Gefühl her, wie ich den Schuss gemacht habe und wie der gesessen hat, würde ich sagen, den haben wir getroffen. Also, Feedback kam vom Hirsch jetzt nicht wirklich. Lol. Ich habe vorher gedacht, das ist ein Baumstumpf. Nee, da ist er. Ja. Also wenn man die Blutspur einmal hat, dann kann man die auch sehr gut verfolgen. Aber du musst sie auch erstmal finden. So, da haben wir den guten. Rechte Lunge. So, Fasan. Schön durchs Fleisch. Übersicht, Jagdwertung 1 Stern. Aber warum? Warum? Herz, okay, haben wir vielleicht jetzt? Nee. Jagdbewertung 0. 0 Sterne. Weiß es doch auch nicht, Digga, was ich hier falsch mache. Was ist mit ihr nicht richtig? Oh mein Gott, jetzt stirbt sie. Was ist denn da los? Oh, Buggy Game. Da ist wohl was Buggy. Egal. Der Exorzist ist da. Und er hat eine Waffe dabei. Er hat eine Waffe dabei. Und jetzt schießt er auf dich. Schön, Herztreffer. Und da liegt sie auch schön. Ah!
Ich hoffe, das ist ein Herztreffer gewesen. Das wäre mein erster Herztreffer in diesem Spiel, leider nur bei einem Weibchen. Aber ich habe mich auf 100 Meter rangetraut. Also anscheinend, wenn der Wind stimmt und ich in dem Tempo hier, in dem ich gerade schleiche, dann sollte das kein Problem sein, dass ich an die Tiere auch rankomme. Also auf jeden Fall rosa Blut, das ist schon mal gut. Luftblasen heißt eigentlich Lunge. So, wir gucken mal. Herz, doch. Schönes Herz getroffen. Da, wo alle Adern zusammenfließen. Da haben wir sie getroffen. Jagdbewertung, genau, gibt auch Geld. Trophäenwertung, nichts. Wir hatten wir bei den Hirschen mit Trophäe tatsächlich. Wir haben auch eine Trophäenbewertung. So, und das war's auch schon wieder mit meinem ersten Video von Way of the Hunter. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist was ganz anderes als Call of the Wild. Ist viel, wie soll man sagen, viel rougher, viel realistischer, viel technischer als Call of the Wild. Macht mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Wir werden demnächst erstmal nur Way of the Hunter fahren. Call of the Wild wird es dann irgendwann mal wieder geben, aber jetzt gibt es erstmal nur Way of the Hunter und ich hoffe, es macht euch so viel Spaß, wie es mir macht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann. Ciao.